Commander, ich habe hier ein paar seltsame Signale. Sehr seltsam. Nichts Bekanntes. Sie scheinen von einem Untergrundkomplex ganz nahe der Landezone zu stammen. Nur ein Narr haut einem Nattag direkt aufs Maul. Wir sollten uns von hinten ranschleichen und ihn am Schwanz ziehen.
Gehen los! Thank you.
Feind gesichtet. Ich denke, wir sind bereit, Shepard. Schilde sind unten. Gerade nach. Störer online. Yeah.
Ich bin bereit. Klinisch weiß. Mortianer mögen's offenbar gemütlich. Ich bin real und werde Sie hier rausholen. Sie sind ungewöhnlich überzeugend für eine Halluzination. Normalerweise hoffen Sie nicht, real zu sein. Oder doch? Ich würde es wahrscheinlich nicht wissen. Ich halluziniere eigentlich nie. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ich heiße Shepard. Die Abteilung Special Tactics and Reconnaissance hat mich geschickt. Ein Spectre? Das ist gut. Was kann ich mir sonst noch ausdenken? Ein Geschützer. Ja, perfekt. Tröstlich. Gut, dann spiele ich eben mit. Wie Sie sehen, bin ich hier gefangen. Wenn Sie so real sind, wie Sie behaupten, dann holen Sie mich hier raus. Wie sind Sie hier gelandet? Ach ja, mein Fantasiegebilde will, dass ich im Geiste nochmal alles durchgehe. Den Punkt finden, wo ich etwas falsch gemacht habe. Als die Gate auftauchten, floh ich hier rein und aktivierte die Abwehrvorrichtungen. Das Barrierefeld konnte mich beschützen. Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berühren sollen. Ich war hier drinnen gefangen. Sie müssen mich rausholen, bitte. Haben Sie einen Tipp, wie wir helfen können? Natürlich. Was nutzt eine Halluzination, wenn sie keine falschen Hoffnungen wecken kann? Hören Sie zu. Wenn Sie real sind, dann versuchen Sie doch hinter den Barrierevorhang zu kommen. Finden Sie einen Weg, mit dem Gate fertig zu werden. Benutzen Sie dann das Schaltbild, um mich freizulassen. Wenn Sie nicht real sind, verschwinden Sie bitte. Ich habe keine Lust mehr auf Selbstgespräche.
Jetzt halluziniere ich wohl, dass sie im Inneren des Turms sind. Es wird immer schlimmer. Eben dachte ich sogar, Donner gehört zu haben. Wir haben den Bergbaulaser benutzt, um uns reinzubohren. Reinzubohren? Sie sind echt, nicht wahr? Bei der Göttin, sie sind real. Es tut mir leid. Ich hatte sie für eine Halluzination gehalten. Ich dachte, ich würde den Verstand verlieren. Bitte holen Sie mich hier raus, bevor noch mehr Geht kommen. Haben Sie einen Tipp, wie wir hier rauskommen? Im Zentrum des Turms ist ein Aufzug. Wenigstens glaube ich, dass es ein Aufzug ist. Er sollte uns hier rausbringen. Folgen Sie mir. Ich verstehe das alles immer noch nicht. Warum hatten die Getes auf mich abgesehen? Ob Benesia was damit zu tun hatte? Saren ist auf der Suche nach der Röhre. Sie sind hier die Expertin für Proteaner. Er will offensichtlich, dass Sie ihm bei der Suche helfen. Die Röhre? Aber ich... Teufel war das. Diese Höhle war nie besonders stabil. Ihre ganze Schießerei und Sprengerei hat es nur noch schlimmer gemacht. Wir haben vielleicht 10 Minuten, bis hier alles zusammenbricht. Ich hoffe nur, dass der Druck keine Eruption verursacht. Joker, bringen Sie die Normandy in die Luft und peilen Sie mein Signal an. Jetzt! Zu Befehl, Commander. Anker gelichtet. Geschätzte Ankunftszeit 8 Minuten. Wenn ich hier sterbe, bringe ich ihn um. Geben Sie auf, oder auch nicht. Das wäre amüsant. Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, hier bricht alles zusammen. Berauschend, nicht wahr? Danke, dass Sie das Energiefeld für uns deaktiviert haben. Geben Sie jetzt den Doktor raus. Was auch immer Sie wollen, von mir bekommen Sie es nicht.
Vielen Dank, aber sie bleibt bei uns. Das war keine Bitte. Saren will sie und er bekommt immer, was er will. Verschont, wenn möglich, die Asari. Wenn nicht, ist es auch egal. War knapp, Commander. Noch 10 Sekunden und wir hätten in geschmolzenem Schwefel gebadet. Die Normandy ist nicht dafür ausgelegt, in explodierenden Vulkanen zu landen. Dabei könnten unsere Sensoren verglühen und unsere Hülle schmelzen. Nur so zur Info. Wir sind da draußen fast umgekommen und Ihr Pilot macht noch Scherze? Damit versucht er, den Stress zu kompensieren. Man gewöhnt sich daran. Verstehe. Scheint eine menschliche Eigenart zu sein. Tut mir leid, aber ich habe keine besonders große Erfahrung mit Ihrem Volk, Commander. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben mein Leben gerettet. Nicht nur vor dem Vulkan. Diese Gild hätten mich sicher getötet oder mich zu Saren verschleppt. Was will Saren von Ihnen? Wissen Sie etwas über die Röhre? Ich weiß nur, dass sie etwas mit dem Verschwinden der Proteaner zu tun hat. Das ist mein eigentliches Spezialgebiet. Ich beschäftige mich schon seit 50 Jahren damit, was mit Ihnen passiert sein könnte. Haben Sie bei Ihren Forschungen irgendetwas Interessantes gefunden? Am interessantesten sind die Sachen, die nicht bekannt sind. Es gibt erstaunlich wenig archäologische Funde von den Proteanern. Und noch weniger Erkenntnisse darüber, warum sie verschwunden sind. Es scheint fast, als ob jemand nicht will, dass das Geheimnis gelüftet wird. Als ob jemand nach dem Verschwinden der Proteaner all ihre Spuren verwischt hat. Aber ein Punkt ist am interessantesten. Meine Funde belegen, dass die Proteaner nicht die erste galaktische Zivilisation war, die verschwunden ist. Dieser Zyklus begann lange vor ihnen. Wenn die Proteaner nicht die ersten waren, wer war es dann? Ich weiß nicht. Es gibt kaum Beweise für die Existenz der Proteaner. Und noch weniger für jene, die vor ihnen da waren. Ich kann meine Theorie nicht beweisen, aber ich weiß, dass ich recht habe. Die Galaxie basiert auf einem Zyklus der Vernichtung. Jedes Mal, wenn eine Zivilisation ihren Höhepunkt erreicht, erfährt sie ein brutales Ende. Zurück bleiben nur Ruinen. Die Proteaner eroberten von einer einzigen Welt aus die gesamte Galaxie. Aber auch sie konnten jene, die vor ihnen da waren, nicht übertreffen. Ihre größten Errungenschaften, die Massenportale und die Zitadelle, basieren auf der Technologie ihrer Vorgänger. Wie alle anderen vergessenen Zivilisationen der galaktischen Geschichte, verschwanden auch die Proteaner wieder. Und ich möchte herausfinden, warum. Sie wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht. Den Reapern. Den Reapern? Das habe ich noch nie gehört. Woher wissen Sie das? Haben Sie Beweise dafür? Auf Eden Prime gab es einen beschädigten proteanischen Sender. Er hat mir eine Vision übermittelt. Ich bemühe mich, diese Eindrücke zu deuten. Ein Sender? Klar, das ergibt Sinn. Aber die Sender waren nicht darauf programmiert, mit Menschen zu kommunizieren. Es erstaunt mich, dass Sie überhaupt einige Signale verstanden haben. Ich sehe immer nur zusammenhanglose Bilder. Selbst nach der Dechiffrierung. Dechiffrierung? Eine Art Asari-Hokuspokus. Sollte dem Commander helfen, wie ein Proteaner zu denken. Keine Ahnung, ob das funktioniert hat. Die Dechiffrierung hat meine Wahrnehmung der Visionen beeinflusst, aber es ist noch verschwommen. Ich kann immer noch nicht deuten, was ich sehe. Und das hat eine andere Asari mit Ihnen gemacht.
Mit Ihrer Erlaubnis, Commander, ich möchte etwas probieren. Beim Kontakt mit dem Sender haben sich die Visionen tief in Ihren Verstand eingebrannt. Durch das Vorgehen der anderen Asari haben Sie ein besseres Verständnis der Visionen erlangt. Aber Sie können die Puzzleteile noch immer nicht zusammenfügen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen. Was haben Sie vor? Wie die Asari, die Ihnen die Dechiffrierung gab, kann auch ich unser beider Bewusstsein miteinander verbinden. Vielleicht kann ich mit meinem Wissen über die Proteaner diese Vision erklären. Dann probieren wir es. Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Unglaublich. All die Zeit, all meine Forschung. Ich hätte nie gedacht, dass... Tut mir leid. Diese Bilder waren so real. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Erfahrung so intensiv wäre. Sie haben einen bemerkenswert starken Willen, Commander. Was Sie durchgemacht und gesehen haben, hätte jemand mit schwächerem Willen vernichtet. Was heißt das? Kommen Sie zum Punkt. Was haben Sie gesehen? Der Sender auf Eden Prime muss stark beschädigt gewesen sein. Es fehlen große Teile der Vision. Die Daten, die dem Commander übertragen wurden, sind unvollständig. Was machen wir jetzt? Saren weiß, dass sie Kontakt mit dem Sender auf Eden Prime hatten. Wahrscheinlich hat er mich gesucht, weil er wusste, dass ich ihnen helfen könnte, die Bilder zu verstehen. Und tatsächlich habe ich ja die in ihren Visionen enthaltenen Daten lesen können. Sie müssen nur finden, was fehlt. Dann kann ich die Teile zusammensetzen. Schön, Sie bei uns im Team zu haben, Liara. Danke, Commander. Ich bin sehr dankbar, dass... Oh, mir ist gerade etwas schwindelig. Wann haben Sie zum letzten Mal gegessen? Oder geschlafen? Dr. Chuck, was wird Sie besser untersuchen? Wahrscheinlich nur mentale Erschöpfung und der Schock darüber, dass ich jetzt weiß, was mit den Proteanern geschehen ist. Aber es kann nichts schaden, wenn ich mich von einem echten Arzt untersuchen lasse. Dann kann ich die ganze Sache auch noch einmal überdenken. Sind wir fertig, Commander? Gehen Sie zur Ärztin. Alle anderen wegtreten. Die Missionsberichte sind fertig, Commander. Soll ich sie zum Rat durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Wir haben Ihren Bericht erhalten, Commander. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Dr. Zony bei Ihnen an Bord ist. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben. Liara ist auf unserer Seite. Die Geth haben versucht, sie zu töten. Benesia würde es niemals zulassen, dass Saren ihre Tochter tötet. Vielleicht weiß sie nichts davon. Oder wir haben sie falsch eingeschätzt. Wir hätten auch niemals erwartet, dass sie zur Verräterin würde. Zumindest aber war die Mission ein Erfolg. Abgesehen von der vollständigen Zerstörung einer bedeutenden proteanischen Ruine, war das eigentlich wirklich notwendig, Shepard? In den Ruinen wimmelte es nur so von Geth. Wir hatten Glück, dort überhaupt lebend rauszukommen. Selbstverständlich, Commander. Die Mission hat immer Priorität. Viel Glück, Commander. Und denken Sie daran, wir alle zählen auf Sie.